auf Deutsch. Oh. Voll penetriert, Alter. Oh, Junge, ja. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Chillig. Hi, ich bin Wakishimu Tanema Hatsunakanama Titanepan. Ich hoffe, ich muss mir den Namen nicht merken. Ich bin Xiao Ping Bang Xing Ping Pam Petit Ping Pam Pum. Petit Ping Pam Pum. Alter. Japan. Zusammen sind wir die Japanoschlampen. Yeah. Wie, ja, gut. Ja, Japanoschlampen erleben schlampige Abenteuer. Japanoschlampen erleben schlampige Abenteuer? Ja klar, ein Dino verprügelt den mit einer Handtasche in der Hand. Wahrscheinlich, weil er die Handtasche klauen wollte von dem Dino. Und die andere trinkt Kakao mit Kekse. Lecker. Total schlampig. Ja. Ja, so esse ich auch immer eine Banane. Das ist ganz normal. Japanoschlampe. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße. Japanoschlampe. Yay. Los, komm, wir erleben Abenteuer. Ich hab deinen Namen vergessen. Wie hieß du nochmal? Ciao. Oh nein. Cheng Minik Pipi-Chapom. Ich hab's schon wieder vergessen. Oder so. Okay, hast du... Wenn der mich selber nicht wie hieß, dann bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, der es vergisst. Mom. Ciao. Und ich bin Wakishimu Kitano Wak. Das ist viel zu lang, das kann ich mir nicht merken. Du brauchst auch einen Spitznamen. Ja. Was? Wak. Wak. Meine Güte, der Ausweis muss ja ganz schön geil sein bei so einem Namen. Hallo. Hi. Ja, auf was für ein Abenteuer begeben wir uns denn? Ich stell mir gerade vor, die müssen unterschreiben. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Wenn du da so einen Stapel Papier hast und alle unterschrieben werden müssen, oh, viel Erfolg. Leute, wack. Na, wir gehen raus in die große, weite Welt und dann kloppen wir uns mit irgendwem. Gut, deswegen gehe ich auch immer raus in die Welt. Das Einzige, was du dort in Lockdown machen kannst. Ist das nicht ein bisschen asozial? Wow. Ja. Wakishimu-Wabenchikabar-Attacke! Nochmal auf Deutsch. Oh. Voll penetriert, Alter. Oh, Junge, der... Junge, der wurde so verprügelt, als hätte man den verkloppt und dann noch angefurzt. Gott, ich hab euch doch nichts getan. Ja. Man muss ja nicht immer irgendwas tun, um jemanden zu verkloppen. Es braucht doch nicht immer einen Grund, oder? Wir sind die Japanoschlampen. Und um dich zu finishen, setze ich jetzt die Finish-Karte ein. Finish. Macht Leute tot. Ja, geil. Setz bloß die Karte hin und dann geh over, alles aus. Japanoschlampen-Sammelkarten gibt es ab jetzt in jedem Kinderspielzeugladen völlig überteuert zu kaufen. Yeah, und das war's wieder von den Japanoschlampen, deren Kämpfe auf 1000 Folgen ausgedehnt werden, obwohl der Kampf nur 5 Minuten gedauert hat. Warum kämpfen die überhaupt? Ich meine, was haben die für ein Problem? Blablabla, irgendwelche japanischen Leute, die alle bei der Folge mitgemacht haben, aber nicht bezahlt worden sind. Das ist ja gut. Dann hat es sich ja wenigstens gelohnt. Das war irgendwie seltsam, aber lustig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonniert diesen Farbschibi und bedanke mich aus.